Bewusste Ernährung in der Schule. Schon allein das hochkarätige Forum beweist, wie wichtig das Thema für junge Leute und Schüler ist. Flächendeckend sollen chancengleich für die AHS und BHS in Schulbuffets und Automaten ernährungsphysiologisches, ökologisches, sozial verpflichtend angeboten werden. Wissen und Papier ist genug da, wir müssen handeln. Wir müssen handeln in vielerlei Hinsicht, weil wir mit Schule, mit Kindergärten, mit Betreuung immer mehr auch diese Unterstützung des Erziehungsberechtigten, die familiäre Unterstützung, die viele Zeit die Kinder bei uns verbringen, nützen müssen und wollen, um ihnen das Urteilsvermögen zu lehren, was ist gesund für mich, was ist richtig für mich. Gefordert sind nicht nur die Politiker, sondern vor allem auch die Eltern. Und ob es bereits so weit ist, dass Kinder den Erwachsenen vorleben müssen, wo es lang geht? Eigentlich sollte es fast so laufen. Darum ist ja die Schule, sag ich immer, das richtige Setting, der richtige Ansatz, wo man Gesundheitsförderung beginnen muss oder umsetzen muss. Denn über die Kinder komme ich auch zu den Erwachsenen. Andererseits erreiche ich eben die Kinder, die künftigen Erwachsenen, mit diesen gesundheitsförderlichen, für sie gefunden, gesundheitsförderlichen Maßnahmen. Und auf der anderen Seite komme ich über die Kinder auch zu den Eltern, zu den Erwachsenen, die ihnen erklären, wo ist gesunde, also gesunde Jause und wo ist vielleicht eine weniger gesunde Jause. Ich denke immer wieder an diese Mülltrennung, die auch von den Kindern zu den Erwachsenen gekommen ist, die gesagt haben, man muss, was man trennen muss. Das heißt, deswegen spielt die Schule für mich, wenn es um nachhaltig geht, eine ganz, ganz wichtige Rolle. Vor allem von der Landwirtschaft gehen einige Initiativen aus. Allerdings ist es schwer, gegen Lockangebote der Fastfood-Ketten anzukämpfen. Der Lebensressort-Landesrat zeigt anhand von Beispielen, wie wichtig es ist, Gesundes auch optisch aufzubereiten, damit es in ist. Es gibt eine alte Generalregel, was in Mode ist, lässt sich leicht verkaufen. Das Problem liegt nur darin, es in Mode zu bringen. Und ich glaube, da muss man gemeinsam auch mit den Jugendlichen sich aufstellen, Produkte entwickeln, die sie selbst kreiert haben. Dann werden sie meistens ein Hit. Wenn man ihnen Produkte aufzwingt, von denen wir glauben, dass sie gut sind, werden sie vielleicht nicht verkaufbar sein. Eine Ernährungsexpertin bringt es auf den Punkt. Wo muss man ansetzen? Ich glaube, das Essen man noch immer zu Hause lernt, die Traditionen, die Kultur kriegt man von zu Hause mit. Das wird den Kindern natürlich vorgelebt oder nicht vorgelebt, egal was ihnen vorgelebt, sie neigen dazu, das natürlich nachzumachen. Aber wir haben das Problem, in den letzten 30 Jahren hat sich unsere Ernährung mehr geändert als in den 10.000 Jahren davor. Unser Leben hat sich dramatisch geändert. Und dass wir die traditionelle, klassische Hauptmahlzeit, die warme, die in Österreich zum Mittag eingenommen wird, die findet fast nicht mehr statt. Und dann sind es plötzlich die einzige gemeinsame Mahlzeit, ist eine kalte Jause am Abend. Und das müssen wir einfach irgendwie, wir müssen schauen, ich glaube, die Schulen haben jetzt eine sehr große Aufgabe, weil die meisten Eltern berufstätig sind, weil das zu Hause nicht mehr so vorgelebt werden kann. Und deswegen glaube ich, wird die Rolle der Schule immer wichtiger. Und die Moral von der Geschichte, ungesundes isst man nicht.